Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Und ich habe heute mal mein Leo-Outfit angezogen. Einfach, weil ich es kann. Und weil ich es habe. Ich dachte mir, ich spiele eine Runde mit Mac und habe mal so geguckt, was habe ich denn so für Klamotten. Und habe ich gesehen, ich habe das komplette Leo-Outfit. Alles klar. Hat er mich hier gesehen? Ja gut. Hier ist einfach, hier ist eine Palette. Er folgt mir direkt. Ich nutze mal kurz Flink. Hui. Und schnell und leise habe ich übrigens dabei. Dann kann ich einfach geräuschlos durch das Fenster. So, Checkpalette ist weg. Warum nutzt er nicht seine Fähigkeit? Uah, ich habe nicht aufgepasst. Naja. Ja, ich spiele eine Runde DBD. Und der hat Ruin, wie es aussieht. Nicht abfahren! Er geht auch noch wieder direkt auf mich. Okay, ist nicht mehr. Und heute in einer Woche erscheint übrigens das neue Chapter. Und zwar das Resident Evil Chapter. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das schon mitbekommen habt. Das ist ja nun schon seit einiger Zeit verkündet. Aber nächste Woche Dienstag soll es wohl erscheinen. Und ich hoffe, dass ich euch dann auch im Laufe der nächsten Woche ein bisschen was zeigen kann. Ich kann es aber nicht versprechen. Also habt Nachsicht. So. Der Generator ist an. Da ist an. Ich mache mich jetzt hier auch mal nützlich. Hier war doch eine Kiste. Das ist leer. Oh, hier hat aber jemand was dabei, dass er Items mit Zusatz rauszieht. Oder hat er das mitgebracht? Das kann natürlich auch sein. War das der Killer, der da gerade rannte? Eigentlich muss ich sie vom Haken holen. Weil ich noch eine Aufgabe habe, dass ich jemanden vom Haken retten muss, der zuvor mich gerettet hat. Also wenn die Fang hängt, dann müssen wir retten, egal was kommt. David, geh mir aber auch helfen. Brauch auch Hilfe. Ist Mac voll groß. Also, neben dem Schrank sah sie gerade so. Nein, Fang! Na gut. Oh. Fang, du musst hängen. Ich muss dich retten. Bitte. Das ist unfair. Er geht aber wieder auf David. Aber dort hinten sind zwei Generatoren noch zu machen. Dann wird einer noch dort hinten in der Ecke sein. Ich gehe mal gucken. Ich habe übrigens noch kein brennendes Totem gesehen. Ich hatte gerade eins gesehen, aber das hat nicht geleuchtet. Wobei man da zukünftig wohl auch ein bisschen genauer sein muss mit den Aussagen, wie das Totem hat geleuchtet. Weil mit dem Resident Evil Chapter sollen ja auch
neue Totems eingeführt werden. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen werden. Auf Englisch sind es Doom Totems. Die leuchten dann blau. Und die bedeuten dann quasi irgendeine Survivor-Fähigkeit. Aber das wird alles noch wahrscheinlich ein bisschen genauer erklärt mit dem nächsten Chapter. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mir die neuen Charaktere direkt kaufe, weil es wird ein Chapter für echt Geld sein. Also ein lizenziertes Chapter. Ich muss mal gucken, je nachdem wie teuer es ist, ob ich mir das Chapter dann kaufe oder erstmal nicht. Weil die neue Map, den neuen Killer und die neuen Überlebenden werden wir so und so sehen. Aber ob ich die direkt selbst besitzen werde, ich muss mal gucken. Ich würde gern trotzdem Ruinen wegbekommen. Oh, hier arbeitet wer. Teabacken. Muss ich heilen, Tab? Oder nicht so? Hallo? Ist auch noch ein Totem. Sollten wir das wegnehmen? Nö. Wenn er es hört, hat er gute Ohren. Ich muss sagen, wenn ich Killer spiele, ich spiele sehr viel auf Gehör. Und wenn dann jemand so einen Totem kaputt macht, das hört man tatsächlich. Ich weiß nicht, ob die Sounds für Killer lauter gedreht sind. Aber man hört es auf jeden Fall, wenn da jemand einen Totem in der Nähe macht. Die Fang, entweder mendet sie sich schon oder sie wird noch gejagt. Ich würde gern die Fang noch einmal vom Marken holen. Auch wenn das am Ende vielleicht mein Todesurteil ist, aber das einmal die Fang retten, das wäre echt cool. Er hat mich gehört. Lauf, Fang! Nicht sie umhauen! Ja, und sie muss sicher gerettet werden. Und ja! Bitte halt durch. Okay, sichere Rettung vom Haken. Sehr gut! Schade. Ja, das ist nicht das feinste Gameplay. I know. Aber wo ist Ruin? Das ist halt immer noch nicht zerstört. Er hat Fang liegen lassen. Er dachte sich, ich tue ihn doch. Ja, er jagt den anders. Ich denke mal, die heben erst Fang auf. Sie macht extra Krach. ja, ich kann es verstehen. Ich habe sie abgefarmt. Kann es voll verstehen. Es war echt kein feiner Zug. Wobei, er würde es ja eh sogar knallen hören, wenn ich vom Haken komme. Also, sie hat nur zusätzlich nochmal Krach gemacht. Vielleicht auch, um ihn von David loszubekommen. Okay, wenn wir zu dritt hier dran sitzen, dann müssten wir eine halbe Minute durch sein mit dem Generator.
jetzt erstmal weg. Weil am nächsten Haken bin ich... Oh! Really? Wie offensichtlich steht das denn hier? Danke, Tab. Er beschützt mich. Jimmy. Upsi. Er hat seine Raserei angemacht. Wenn wir Glück haben, kriegt er... Weiß er, wo wir sind. Ich könnte mir vorstellen... Er wird an mir dranbleiben. Jo. Weil es zu... Hier ist auch zu. Schnell weg. Ich glaube trotzdem nicht, dass er mich in Ruhe lässt. Er will mich jetzt logischerweise tot sehen. Dann versuchen wir so viel Zeit wie möglich. David? Das ist aber jetzt ungünstig. David? Hey. Du bist AFK. Das wäre doof gewesen. Muss weg hier. Ich renne einfach. Hier hinten sind keine Generatoren mehr zu machen. Ich hole Zeit für die anderen raus. Das ist okay. Ich brauche nicht nach hinten, ne? Ich bin halt so ein richtiger Anfänger. Hier ist keine Palette und ich habe kein... Oh, Adrenalin wäre jetzt halt... Oh, er hat getankt. Oh mein Gott. Ich hätte schnell in den Schrank springen können. Ich habe schnell und leise ready. Egal. Ich hätte halt einen Haken vermeiden können, wenn ich fänglich abgefarmt hätte. Aber wir haben bis zum Schluss durchgehalten. Ich bin weggerannt wie so ein Anfänger. Ich habe nicht einmal nach hinten geguckt. Aber ich dachte, der Herzschlag, der ist noch nicht so laut. Also er kann nicht so nah hinter mir sein. Ja. Ich muss auch sagen, außerhalb der Aufnahmen spiele ich sehr selten DBD aktuell. Das heißt, ich verlerne das auch so ein bisschen. aber punktetechnisch voll in Ordnung. Also war eine echt gute Runde. Wurde relativ lang gejagt jetzt, oder? Naja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wir sehen uns sehr gern in der nächsten Folge Dead by Daylight wieder. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.